Wernes Grüner Sachsenpokal, das Achtelfinale. Zwenkau 02 gegen den FC International Leipzig. Leipzig in den weißen Trikots ist der Favorit, der Oberligist. Zuletzt 1:1 gespielt, will hier mal wieder einen Sieg und kommt hier gleich mit einem langen Ball. Das ist Oliveira und das ist das 1:0 für die Gäste. Tchomba Luwumbu Oliveira trifft eiskalt und bringt Leipzig so sehr früh in Führung. Das nenne ich mal einen Start nach Maß. Und das gefällt natürlich auch dem Trainer. Kleiner Applaus hier an der Stelle. Sein Team danach aber nicht mehr so konzentriert. Der Gastgeber im Vorwärtsgang. Und dann der Schuss hier aus der Distanz. Aber Dickmann muss nicht eingreifen. Ball geht deutlich vorbei. Coach Oelsner in seinem zweiten Spiel als Trainer für das Team aus Zwenkau. Gleich hier gegen Leipzig, die wieder über die Mitte kommen. Aber das ist am Ende dann doch nicht gefährlich genug. Und so öffnen sich immer wieder Chancen für die Gastgeber. Schöner Schuss da, aber Dickmann im Kasten ist da. Tolle Parade. Hält sein Team hier in Führung. Und International tut sich in der ersten Halbzeit einfach schwer. Keine klaren Aktionen. Zwenkau steht hinten auch gut. Und so geht es hier mit dieser knappen Führung in die Pause. International Leipzig will hier aber natürlich mehr und kommt dann in der zweiten Halbzeit auch mit bisschen mehr PS auf den Rasen. Das ist Oliveira. Oliveira! Ganz knappes Ding. Um ein Haar hier. Das 2:0. Leipzig bleibt dran. Schöne Flanke. Und dann ist es soweit. 2:0. Schwarz köpft das Ding rein. Keine Chance für Kutzner im Kasten von Zwenkau. Und damit führt der Favorit mittlerweile auch verdient mit 2:0. Und die Leipziger haben noch nicht genug. Nächste Aktion, diesmal über die linke Seite. Schön in die Mitte gelegt und dann wieder völlig frei und wieder drin. 3:0, Muza. Und jetzt ist in Zwenkau langsam der Stecker gezogen. Leipzig entwickelt die Dominanz, die man erwartet hat. Und führt hier standesgemäß mit 3:0 und kommt da schon wieder. Ganz, ganz knapp. Van Dorne. Den macht er normalerweise rein. Glück hier für Zwenkau. Die etwas auseinanderfallen. Dann wieder Van Dorne mit dem 4:0. Ein Geschenk der Heimmannschaft. Vertändeln da die Kugel. Und ein zweites Mal lässt er sich nicht bitten. Das Ding eiskalt versenkt. Und damit ist das Spiel natürlich entschieden. Leipzig bleibt weiter dran. Nächste Chance und Kutzner mal mit einer Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Auch hier tolle Parade vom Keeper. Aber natürlich ging es hier dann um nichts mehr. Leipzig nochmal mit der Riesenchance. Schoschi auf das 5:0. Da ist natürlich Frust da. Das Ding muss er reinmachen. Und dann tatsächlich nochmal der Gastgeber mit einer Aktion, mit einem Schuss und Aluminium verhindert hier den Ehrentreffer für Zwenkau. Schöner Schuss da ans Lattenkreuz. Aber das war's dann. Wir wollten offensiv spielen, wollten Inter lange beschäftigen, wollten eigentlich möglichst lange die Null halten, was uns leider nicht gelungen ist. Das zweite Tor ist dann natürlich unglücklich, weil wir da eigentlich, glaube ich, eine gute Phase hatten. Also dann direkt nach der zweiten Halbzeit oder nach der Halbzeit waren wir gleich auf, glaube ich. Haben Inter gut beschäftigt und dann zum Schluss war es für mich auf alle Fälle zu hohe Niederlage. Der FC International will seine Woche vergolden mit einem Sieg gegen Hohenstein. Für Zwenkau geht's weiter gegen Eutritsch.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.